Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Mein Name ist Lord Yoda und wir werden heute Forst spielen. Forst ist eine Mischung aus Diablo, Rätsel und Survival oder sowas. Aber wie das genau aussieht, das werden wir jetzt hoffentlich dann gleich rausfinden. Und ja, wie ihr seht, das Spiel kann mit bis zu 4 Spielern gespielt werden. Und weil es eben allein doch etwas langweilig ist, habe ich mir Verstärkung geholt. Und dabei ist Darka Total oder auch Daniel. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Sanga bzw. Florian. Solve. Und unser Special Guest oder auch die Quotenfrau, Madame Noir oder Hanya. Hallo auch. Also ob man es wirklich zu viert spielen kann, das muss ich noch zeigen. Wir hatten gerade so ein paar technische Probleme. Man kann zumindest zu viert in die Lobby. Manchmal. Manchmal. Ja. Also im Zweifel haben wir sehr viel Spaß jetzt hier beim Verbinden. Das ist auch sehr unterhaltsam wahrscheinlich. Ja, also genau. Notfalls spielen wir das Menü. Richtig. Genau. Wir machen dann ein Let's Try to Play. Genau. Ich drücke hier mal auf Fertig und dann geht's hoffentlich vielleicht gleich auch los. Ja, dann drücke ich auf Start, ne? Ja, dann hat das irgendwelche. Oh. Irgendwas war da. Es ist schwarzer schwarz. Bildschirm. Artikeleffekte oben. Oh, ja. Ja, genau, die habe ich auch gesehen. So, so let's comment the black screen. Mhm. Also ich habe schon ein Video. Ich habe auch ein. Ihr habt ein Video? Ich habe ein Video. Ich habe kein Video. Das ist unfair. Ich höre aber nichts, weil ihr mir immer rein. Ah, jetzt habe ich ein Video. Destined to journey into the pit. In an effort to appease the gods and avoid their punishment. No one has ever made it back. Therefore, you have spent your entire life preparing for the day where you will be forced to venture into the unknown. That day is now. Oh. Immer noch schwarz? Nee, jetzt habe ich schwarz. Jetzt habe ich Video. Das ist immerhin. Nein, ihr könnt das Video doch nicht abbrechen. Also ich war es nicht. Ich auch nicht. Aber okay. Ich bin jetzt in-game. Ich kann aber mal kurz zusammenfassen. Ich habe es mir nicht vorher mal angeguckt, das Video, was da passiert ist, nachdem hier die fertig geredet hat. Ich kann laufen. Vorbereitet. Ich kann auch laufen. Seht ihr auch alle laufen oder sehen wir? Also bei mir läuft er wieder automatisch in die Mitte vom Kreis zurück. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, das ist kein gutes Zeichen. Also ich habe gerade eine Zwischensequenz. Ja, 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 gut. Weaklings, listen. Your gods are not here. Brr, brr, brr. You were bred only to produce gladiators for us. So far, all your gods are corpses. Ich sprich ganz schön undeutlich. So, also let's try to play. Richtig. Ich laufe hier in die Ecke. Ich bin in der Ecke oben. Ich stehe in der Ecke. Dann gehe ich runter in die Ecke. Und bei mir stehe automatisch zurück in die Mitte. Ja, ja, bei mir auch. Bei mir stehen 3 in der Mitte. Hm. Ja, weil meiner auch die ganze Zeit zurückläuft in die Mitte. Aber jetzt kann ich laufen. Aber ich gehe jetzt trotzdem. Aber es sind immer noch 2 in der Mitte. Ja, ich kann da nicht durchlaufen. Ich komme nicht weg. Ja, richtig. Ich komme auch nicht durch die Tür durch. Yay, tolles Spiel. Ich teleportiere mich lustig in der Gegend. Ich komm nicht durch das Tor. Okay. Ich teleportiere mich in der Gegend rum gerade. Also ich laufe jetzt auch mal. Ich stehe jetzt mitten auf der Brücke. Ja, ich sehe dich. Ja, bei mir auch. Aber ich stehe in der Tür. Und ich kann nicht drehen. Ich stehe in der Tür. Aber das interessiert mich nicht. Nee, ihr seid beide noch in der Mitte. Und ich glaube, die Hanya ist vorne. Nee, das bin ich. Ach, das bist du. Sorry, ihr seht euch sehr ähnlich. Ich. Ja, okay. Ne? Spiel pausiert. Ich kann das Training. Jetzt habe ich schwarzen Bildschirm mit Ton. Was Neues. Ja. Ja.
Ist ein Text-Adventure. You were born in the... Und Spiel pausiert. Wer pausiert? Ja. Und Skype kackt gerade ab. Ah, ja, auch. Ja, stimmt. Irgendwie so ein bisschen. Ja, klingt gerade nicht so gut. Da sind nur drei, ja. Wer fehlt? Wahrscheinlich Juju, warte. Ah, jetzt sind vier. Ich kann mich bewegen. Da steht ich kann auch nee, doch nicht. Hä? Also einer läuft noch außer mir, die anderen beiden springen. Ich bin jetzt hier. Oh, jetzt kommt die Sequenz erst. Ich bin unten in der Ecke. Ich bin auch unten in der rechten Ecke. Nee, also bei mir läuft noch ein anderer, die anderen beiden stehen. Jetzt läuft gerade auf die Brücke. Ja, das bin ich. Ich hoffe, auf die Brücke. Ja, ich kann da mitkommen. Aber ja, da steht immer noch nicht. Zwei. Ja, der eine werde ich sein, weil ich immer zurückgehe. Und ich komme nicht auf die Brücke. Wait. Mein Charakter wird eigentlich von jemand anders gesteuert. Also ich habe nur einen. Wer hat sich jetzt gerade hier den Schurken genommen? Das bin ich. Weil den kann ich auch steuern. Nee, kann ich nicht. Das hättest du wohl gern, was? Davor konnte ich einen anderen steuern. Das war ziemlich komisch. Also ich komme nicht von der Brücke runter. Nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Also das Spiel wurde auch geschrieben, hat Probleme mit Latenz und sonst was. Aber dass es so krass ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also mit Lag und sonst was. Also das so ist es ja nicht macht spielbar. Keinen Sinn. Das ist richtig. Das macht null Sinn. So. Dann können wir mal probieren, die nächsten zwei Stunden lang sehen, wie man auf wehrlose, halbnackte Männer einschlägt. Ja. Gibt's noch irgendwelche Special-Fähigkeiten? Oh, use marks. Ja, macht halt mal. Und jetzt schätzt das Spiel gerade, glaube ich, ab. Hä? Es lädt? Nee, es ist so. Oh, jetzt nicht woanders. Es loadet. Ich habe einfach mal spontan auf Training überspringen gedrückt. Okay. Weil, what could possibly go aber wrong? Aber jetzt habt ihr halt leider. Zwei. Wir sind genau, wir Training Dummy. Yeah. Oh nein. Aber ich kann mich bewegen. Ich kann mich auch bewegen. Das funktioniert. Aber das ist ein bisschen witzlos ohne Held. Ja. Aber da kann man jetzt, glaube ich, gleich noch was aussuchen. Was man sein will, wenn wir hier mal nach oben laufen. Ich mit meinen 10 Minuten Spielerfahrung. Vielleicht war das die erste Herausforderung. Ja, ich glaube. Und wir haben sie erfolgreich gemeistert. Der Lag-Test, oder was? Ja. Dann fangen wir doch mal an bei der ersten, oder was? Ja, ich werde mein Bestes geben, so nackt wie ich bin. Ja, ich bin gespannt, wie wir das jetzt zusammenschneiden. Ich glaube, ich gleich in den Raum hier. Könnt ihr aussuchen. Ja! Ja! Das ist toll. Also das wird jetzt echt lustig beim Zusammenschneiden, wie aus Chaos plötzlich Spiel wird. Ja. Jetzt hätte ich... Okay, wer nimmt was? Jetzt hätte ich eigentlich gerne den Bogenschützen genommen. Ich würde gerne in der Schurke bleiben eigentlich. Ah, verdammt. Rote? Rote ist, ich schlag zu. Ich hab ein Schild. Oder ein Bild. Okay. Ja. Dann. Wir können noch F drücken und eine Fähigkeit auswählen. Oh, F. Ja toll, genau. Eine Fähigkeit, die wir haben. Genau, aber wir sollten es halt auswählen. Oder so, dass man weiß, was das tut. Hallo. Info. Ansprüche Fest oder was? Rechtsklick. Du dann schon. Rechtsklick drauf auf das Icon. Ah. Schneidend. Skype klingt schon wieder nicht so gut. Wer steuert mich denn jetzt schon wieder? Niemand. Nee. Ich komm da nicht rein. Ich lauf dann wieder zurück. Also bei mir stehst du drin. Schön. Okay, ich stehe in der Mitte zwischen den... Moment, welcher bist du? Der Gelbe, oder was? Ja. Warum denn jetzt? Alle vor, Stürme.
Schnell! Yes! Ja! Wir dürfen uns nicht so lange in einem Level aufhalten. Wir müssen einfach durchchargen. Parieren, okay. Gut, dann kann ich mich nicht bewegen. Ja, doch, ist auch Zwischensequenz. Ach so. So, jetzt. Aber ich... Ah, Wahnsinn, ich bewegen. Ich hab Zwischensequenz. What the hell? Ja, wir müssen irgendwas schreien aktivieren. Ja, mach das doch. Ja, das Problem ist, ich laufe halt immer wieder zurück. Nee, das ist, ich kann nicht. Ich kann nicht spielen. Ich auch nicht. Ich kann von hier aus schießen, aber das war's dann auch schon. Rechts. Wer ist denn da rechts da? Ich. Gelbe. Ah, warum machst du das? Gelb? Because why not? Oh, mehr Schreien zum Aktivieren. Ich mach mal. Also ich würde sagen, das schneiden wir wirklich zusammen und wir nennen es Let's Try to Play. Ja. Ich finde das sehr lustig. Ich glaube, die Zuschauer finden das auch sehr lustig. Sicherlich. Wir haben hier Spaß ohne Ende. Also zuhauen kann ich, aber laufen geht mal gar nicht. Ja, ich kann auch schießen. Laufen wird auch überbewertet. Ah, knapp. Ich sehe übrigens auch mich nicht. Das ist ziemlich cool. Da kommt übrigens gleich was hoch. Das ist nicht so lustig. Ja. Und ich sterbe gleich. Aber sonst ist alles okay. Na dann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas treffe. Da müssten so Zahlen aufsteigen, wenn du was treffen würdest. Okay, nee. Ich find's auch schön, dass die Gegner mich komplett ignorieren. Irgendwer ist ja ganz schön low. Ja, nicht. Wer sonst? Ich könnte also mich ja heilen, weil ich will jetzt irgendwie auch nicht so assi sein und mich da unten heilen, wenn ihr da oben steht und einfach nichts machen könnt. Nö, mach mal, weil ich kann nicht nichts machen. Ich finde es interessant, dass da rechts irgendwer anscheinend sehr weit außerhalb steht. Ja, ich. Ich stehe ganz links. Jetzt? Ich kann nur nichts machen. Ach, wir haben noch irgendeinen Schrein nicht aktiviert. Ja, das müsste der rechts oben sein. Ich eile. Und dann kommt wahrscheinlich der Dicke. Ja. Fun. So, Lock zu mir, ich hab noch 20 Leben. Okay. Ich hau mal zu, weil vielleicht bringt's ja was. Optimist. Oh, hallo, ich bin tot. Knockback. Also ich kann schießen, aber ich mache halt keinen Schaden, weil irgendwie tut sich nichts. Oh, ich kann mich vielleicht jetzt ein bisschen bewegen. Kann jemand anderes laufen? Ich tank mal. Sehr gut, aber komm noch ein Stück weiter nach rechts, dann komme ich ran. Noch ein Stück. Ja, perfekt. Ich sehe halt da nichts, weil ich jetzt außerhalb vom Bildschirm bin. Bei mir. Macht nichts, aber ich kann zuhauen. Okay. Das ist ja, ich treffe den recht gut. Okay. Ha! Gut. Ha! So! Yeah, ha. Wir haben es geschafft! Ich weiß zwar nicht wie, aber gut. Das habt, auch. Ihr, das habt ihr sehr gut gemacht, ja. Also ich finde, das haben wir. Boah, also. Wir haben es bekommen, das ist mit doch der voll. Schwierigkeitsgrad. Ja. So, mal sehr gut, eure Entwicklung ist erstaunlich. Hier kann ich mich schon bewegen, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, wir haben jetzt passiv irgendwas. Ach ja. Spaltmarkierung. F drücken. Wahrscheinlich ja, wieder. Eure komplett aufgeladenen Attacken fügen Feinden zwei Markierungen hinzu. Und ich krieg wohl 3 mehr Schaden, wenn ich meinen Bogen komplett spanne, was schwierig ist, weil ich bisher keinen Schaden gemacht habe. Ja, das ist das, wo man einen Kristall braucht, oder was? Also wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das so, dass man irgendwie mit manchen Attacken Sachen aufladen kann, diese Markierungen? Ja, wenn du normal draufhaust, dann kommen diese Markierungen oben drin. Genau. Und dann kann man so eine Special-Attacke da draufhauen. Richtig. Und dann kriegt das Ding um. Ja gut, also wenn ich dann irgendwann mal einen Kristall kriege, dann kann ich das auch ausprobieren. Jo, dann... Geht mir hier Nummer 2? Ja, oder wir haben...
tötet Morgul innerhalb vom Achtzug. Right. Wir gehen die zwei. Ja, das wäre möglich, wenn wir mal mit vereinten Kräften hier. Dann könnten wir drüber machen spielen. Könnten. Dann können wir drüber. Müsste, ja, also zu den vereinten Kräften gehört ja auch das Spiel. Das Spiel muss schon auch mitspielen, sonst geht da nichts. Irgendeiner von euch hat seine Fertigkeit, glaube ich, noch nicht eingesetzt. Rot oder der Blaue vermutlich? Blau. Also ich kann nichts anderes auswählen, als was ausgewählt ist. Okay. Was, Gelb? Gelb bin ich habe ausgewählt. Bei mir ist über den zweiten, das ist der rote, ist noch New Unlocks drüber. Hast du denn, was? Drück mal jeder F. Ja. Also ich habe einen aktiven Skill und einen passiven ausgewählt. Ich auch. Ich kann keinen passiven auswählen, weil ich keinen Kristall habe. Wie kann man denn hier woanders reinladen? Ich laufe schon wieder automatisch. Ja. Ah, okay. Vor allem nach rechts. Was ist denn jetzt? Also, wenn ich nur beim Joystick... Ins zweite komme ich, by the way, nicht rein, weil da steht da, beat the first trial. Ja, warum renn... Ich irgendwie warum laufe hast du das auch nicht gemacht? Ich weiß nicht. Also manchmal laufe ich zu meinem Mauszeiger, manchmal laufe ich von ihm weg. Das ist sehr interessant. Warum solltest du zum Mauszeiger laufen? Das ist doch ja, als ich ihn gedreht habe... Wo läufst du hin? Irgendwie mag der da oben in die Ecke. Anscheinend. Wahrscheinlich ist es eigentlich irgendwer, der ein anderes Spiel spielt und der wundert sich jetzt, dass dein Star so komisch rumläuft. So, ich bin oben. Ich auch. Ich bin auch oben. Aber der Blaue muss noch F drücken, steht bei ja, mir da. Dann drücke ich F und dann kann ich nichts ändern, weil ich nichts ändern kann, weil ich keinen Kristall habe. Kannst du starten oder sonst was? Oder was steht bei dir da? Nein, mir steht das, also mir blinkt auch die F-Taste über meinem Kopf, aber wie gesagt, ich kann halt nichts machen. Kann man da irgendwie Kristalle tauschen? Vielleicht hätten die bei Kickstarter nochmal das Doppelte spenden sollen. Vielleicht hätten sie sich wieder holen sollen, der sich irgendwie mit Netzcode auskennt. Oh, jetzt kommen Ansprüche. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich finde es interessant, bei Progress sagte ich mir, hätte ja so eine Vermutung, was gerade 25. das Problem ist. Weil ja. Ich habe mich noch einen Kristall übrig und ich hatte ja am Anfang von einem. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich einen gemopst. Nee. Also ich bin mir recht sicher, dass es einfach wieder asynchron ist. Weil in Progress, also im Fortschritt, steht mir drin, dass ich einen Kristall habe. Aber ich habe ihn nicht. Sehr dann glaube ich ihn. Ja, dann würde ich sagen... Schauen wir mal, was wir aus diesem Video machen. Schauen wir mal, was wir aus diesem Video machen. Und wir sehen uns dann vielleicht hoffentlich in einem neuen Video. Und wir überlegen uns in der Zeit, ob das wir abwarten, bis dann ein neuer Patch rauskommt, der den Netzcode etwas besser fixt als anscheinend im letzten Update. Mhm. Oder ob wir mit diesem Spaß hier weitermachen. Ja. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.